Doch wieder sehr spät ins Bett. So, das zweite Spiel habe ich gerade geguckt. Also, ne, Abseits-Strafstoß. Das war ja mehr Glück. Also, so habe ich es gesehen. Boah, da ich so spät ins Bett bin, so früh auf, mehr oder weniger, hätte ich jetzt. Der Tag so. Na, läuft nicht richtig an. So, das Wetter, okay. Ideales Hiking-Wetter. 26, 27 Grad. Es weht natürlich. Aber auf Hiken habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Samstag Nachmittag. Mal gucken. Also von dem, was ich eigentlich vorhatte, habe ich hier nichts geschafft. Jetzt aber 20 nach 3. So, ich habe jede Menge Applikationen ausgeschickt, das heißt jede Menge. 5 Uhr 6, 5 oder 6 an die Tour Companies auf Kauai. Da gibt es nämlich mehr und die fliegen alle die mehr powervollen Helikopter, die schönen, die ich mal fliegen will. Die Hueys. Nicht die Hueys, die MDs. So, das Wetter ist genau gleich geblieben. Es 26,6 Grad. Immer wieder kommt so ganz feiner Nieselregen runter. Ja. Ich lade gerade die Drohne auf, obwohl es ein bisschen windig ist. Und die Sonnenblumenkerne kommen. Das ist ja schön. Gucken, ob ich die noch sehe in der Blüte. So, ansonsten. Hier das erste Stück, was ich gemäht habe. Das wird jetzt wieder grün, der Rest des Gartens. Das sieht noch aus wie ein Heuacker irgendwie. Oh! Ja, ist ja interessant, dass die Schweiz gewonnen hat gegen Italien. Mal sehen, wie es weitergeht. Also es gibt ja wirklich schöne Plätze auf der Welt, ne? Die Ähnlichkeiten mit Hawaii haben. Und da habe ich mich jetzt mal beworben. Und zwar haben die auch einiges an Helikopter-Tourfirmen, mindestens vier oder fünf. Fiji. Der gleiche Längengrad, oder Breitengrad. Und die suchen gerade. Zumindest die eine Firma. Die andere Firma habe ich einfach auch immer so angeschrieben. Ey, wenn man schon länger keine Bewerbung mehr geschickt hat, ne, dann schleichen sich da überall Fehler ein. Ich habe da vielleicht einen Mist verschickt hier und da. Doppelte Worte und so weiter. Ich habe immer wieder die gleichen. Ey. Naja. Ist nicht so schlimm. Ich habe auch die eine Firma angerufen. Die hatten nämlich als einzige E-Mail-Adresse irgendwie Sales oder Reservations at Helitus Fiji oder was weiß ich was. Dann habe ich angerufen, habe gefragt, immer, haben Sie denn noch eine andere E-Mail-Adresse, wo ich dann den Verantwortlichen erreiche? Und dann meinte die, nee, aber Sie können das hier an Reservation schicken und dann schicke ich das weiter. Ich dachte, alles klar. So, wie viel Werbung habe ich jetzt rausgehauen? 15. Würde mich wundern, wenn ich von keinem was höre, aber mal sehen. Kann auch passieren. Also Fidschi-Inseln wären natürlich auch ziemlich nice. Das ist natürlich alles ein bisschen günstiger und wahrscheinlich verdiene ich auch wesentlich weniger, aber es macht ja nichts. Wenn die Unterhaltskosten genauso wenig sind. Aber das Wasser da, das ist ja fast nicer als hier. Ich meine, es geht kaum nicer als hier. Aber da ist es halt flacher. Und da gibt es halt Wirbelstürme und sowas. Alles. Aber ansonsten, beautiful. Absolut Paradise. Von daher, das will ich machen. So, gestern war ja der Horizont bedeckt und der Rest des Himmels war frei. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben kurz nach 6 und ich fahre mal zum Meer. Leichte Kopfschmerzen. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich seit 2 Tagen nichts gegessen habe. Und der Staubsauger, ja, den ich da umsonst bekomme, der ist schon da. Den hole ich mir jetzt hier am Briefkasten ab. Der war ja angekündigt für August und jetzt ist er doch tatsächlich schon heute angekommen, vor allen anderen Dingen. Jetzt bin ich hier fast da und er fängt dann zu regnen.
Das ist ja geil. Ja, sieht ein bisschen grau aus hier. Das heißt, egal wo ich mich hinsetze, ne? Ist nass. Ja, die Drohne habe ich noch aufgeladen, die habe ich mit. Aber jetzt regnet es gerade. Das ist wieder super. Ja, ist ja ganz schön was los, auch noch am Strand, obwohl es halt, wie gesagt, gerade mal richtig schön schüttet. Die Leute, die am Strand sitzen, die lassen sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Aber jetzt im Nassen zu sitzen, im Regen, also das letzte Mal hört es ziemlich schnell auf. Mal sehen. Hätte das nicht so schön ausgesehen auf dem Berg, ne? Hätte ich mal aufs Radar geguckt und dann hätte ich wahrscheinlich gesehen, dass das hier richtig dick reinzieht und es absolut keine Anstalten macht, aufzuhören. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter runter, weil ich denke, na, Regenbogen gibt es auch nicht. Das regnet einfach in Strömen. Hier an den Stränden ist ja auch jeder Parkplatz besetzt hier. Aber es regnet einfach so aus. Ja, Samstagabend war ich noch nie unterwegs. Und so wie es aussieht, habe ich auch nichts verpasst. Zwei Tage sollte das dauern, hier diese Sandblockade zu entfernen von dem Ausfluss da, wie auch immer, haben sie nicht geschafft. Seit Montag sind die ja dran. Ist immer noch halb voller Sand. Ich weiß nicht, ob man es gegen die Sonne so gut sehen kann, aber ey, hier ist ja überall der absolute Megateufel los. Und ich bin jetzt genau in so einer Gegend, also ich bin ein bisschen weiter nach Norden gefahren. Ja. Hier hat es nicht geregnet. Es nieselt zwar ganz leicht, aber hier ist noch trocken. Ich fange es natürlich jetzt gerade an. Aber hier ist überall der Megateufel los. Ich habe auch zwei Bier mit. Eigentlich wollte ich mich irgendwo hinsetzen, schön zwei Bier trinken, die Drohne fliegen lassen. Ich glaube, daraus wird nichts. Überall, wo ich hinkomme, regnet es. So, ich bin jetzt hier, war ich auch noch nicht. Kala e Okakao. Die Sonne geht unter in. Es dauert auch noch über eine halbe Stunde. Hier stehen zwar ein paar Palmen, ne? Das könnte man geil aufnehmen irgendwie. Einige von denen sind tot. Die Nachtangler bereiten sich hier vor. Und es ist überall noch Party. Aber es ist auch alles nass. Schönen Regenbogen haben wir wenigstens. Was bedeutet das, da drüben ist, regnet es natürlich noch. Ich fahre jetzt wieder zurück. Vielleicht finde ich dann trotzdem noch mal irgendwo ein Plätzchen, wo es nicht allzu nass ist, wo ich mich kurz hinsetzen kann, wenigstens ein Bier trinken. Den Bier zu Hause trinken, das ist irgendwie öde. Am Meer sitzen, Bier trinken, das kann man auch schon mal alleine mal machen. So, jetzt bin ich wieder zurückgefahren, war ich, wo ich ursprünglich war. Es ist natürlich alles nass. Der Sonnenuntergang, vielleicht wird er noch was. Das Problem ist nur, dass alles nass ist. Und ich einen Stein finde. Die Drohne, ich glaube, die lasse ich am Boden. Aber mal sehen. Sonnenuntergang ist jetzt nämlich bald. Geht rucki zucki. Sonnenuntergang entwickelt sich nicht so, wie ich erhofft hatte. Denn der Horizont ist wieder bedeckt. Man sieht's. Aber ich trinke mir ein nettes Bierchen hier. Lecker. Am Strand. Natürlich alles ein bisschen feucht. Temperaturen sind aber noch angenehm. Kühler natürlich als gestern und vorgestern. Ein Zeitraffer hier lasse ich laufen. Wenn es was geworden ist, blende ich es ein. Wenn nicht, dann nicht. So, jetzt warten wir noch ein bisschen, trinken noch mindestens das Bier aus. Ich habe noch ein zweites mit, vielleicht trinke ich das auch noch.
Und dann fahren wir wieder nach Hus. Das war's. Also da färbt sich jetzt auch nichts mehr ein. Da gehe ich mal sehr stark von aus. Mit dem ersten Bier bin ich gleich durch. Und mehr kann ich, glaube ich, auch nicht trinken auf dem hypernüchternen Magen, den ich da gerade habe. Ich glaube, ich mache mir ein paar Shrimps mit Salat gleich. Spiele eine Runde Poker. Und gucke den ein oder anderen Film oder Serien. Und morgen ist Sonntag. Da ist wahrscheinlich auch alles Mögliche los überall. Aber ich habe eigentlich zu Hause ziemlich viel zu tun. Ich muss mal Sachen fotografieren und zum Verkauf anbieten. Vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen Euro. Besser als einfach wegzugeben bzw. wegzuschmeißen. So, die Shrimps sind im Ofen. Geduscht habe ich. Und jetzt haben wir schon kurz nach 8:30. Und gleich gibt es Abendessen. Wahrscheinlich erst um 9. Mit Salat dann. Und die Poker, Serien. Wahrscheinlich wieder spät ins Bett. Das sehe ich schon kommen.